Hey Leute, warte hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Heute im Video machen wir mal die ultimativen U-Boot-Brüder. Ist ein bisschen kritisch, weil ein U-Boot ist ja im Grunde einfach Metall, aber da ist ja ein Affe drin. Wir machen heute mal die ultimativen U-Boot-Brüder, denn bei den U-Booten, nach meinem Kenntnisstand, nur die untere Skillung kann alleine Runde 100 schaffen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht. Weil ich glaube, Stan hat das mal gemacht mit den Subkommandanten. Glaube ich zumindest. Bin mir da aber wirklich unsicher. Aber ich glaube, Stan hat das mal gemacht, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ähnlich übrigens auch beim Freibeuteraffen. Ich glaube, ich habe noch nie den ultimativen Freibeuteraffen gemacht. Und wir werden heute aber mal die zwei U-Boot-Brüder, Energizer und Präventivschlag platzieren. Und gucken, okay, kriegen die zu zweit Runde 100 hin? Ich werde dir natürlich jeden Boost mitgeben, der existiert. Aber ob das am Ende was nützt, müssen wir mal gucken. Ist auf der Map hier auch ein bisschen spezieller, denn da müssen wir direkt Planschbecken auch kaufen. Oh, ich habe sogar noch eins. Perfekt, ballern wir da hin. Jetzt müssen wir da zwei U-Boote hinquetschen. Ich hoffe, das passt von der Position. Nummer 1 und Nummer 2. Perfekt. Ich habe 3000. Ja, komm, wir machen mal eine Geldkiste. So, fantastisch. Okay, gut. Das wusste ich jetzt gar nicht so sehr gewünscht in den Kommentaren, dass ich das jetzt unbedingt mache. Das ist einfach nur eine Kombination, wo ich sage, ja, ultimative U-Boot-Brüder, habe ich Bock drauf, würde ich machen und deswegen machen wir das. Ich bin immer noch am Verzweifeln bei der Map X-Factor, die neue Map. Da gibt es anscheinend gar nicht so viele verschiedene Taktiken, die man da machen kann. Also ich habe eine Taktik gesehen, da wurden Ninjas gespammt. Das dachte ich aber, ist zu simpel, das will ich nicht machen. Und ich bin jetzt gerade am Arbeiten an einer eigenen Taktik, aber ich habe da bestimmt schon 3-4 Stunden rein investiert. Und das scheitert. Und das scheitert immer so in den letzten Leveln. Und da habe ich echt noch ein paar Probleme und, kritisch. Ich kann auch da rechts die U-Boote hin platzieren. Da haben die halt nur leider einen sehr beschissenen Winkel und das will ich nicht haben. Deswegen machen wir die U-Boot-Brüder in die Mitte. Weil da ganz rechts, guck mal, was die da alles angreifen können. Zwar jeden Weg, aber halt nur ganz rechts in der Mitte können die da viel stabiler angreifen, viel größer angreifen. Weil zum Beispiel rechts, da geht hier einfach viel Reichweite, einfach rechts ins Nirgendwo. Und du willst ja nicht, dass Reichweite ins Nirgendwo geht, du willst dir immer Reichweite gut nutzen. Und die ultimativen U-Boot-Brüder. Falls ihr übrigens neu seid, könnt ihr uns auch mal sehr gerne ein Abo lassen, wäre eine coole Sache, würde mir weiterhelfen. Gerade weil wir kurz vor den 200.000 Abonnenten stehen, wäre auf jeden Fall relativ nice. Wie viele Einheiten gibt es eigentlich, wo jede Skillung Runde 100 schafft? Der Fallschussschütze schafft das? Der Superaffe schafft das? Schafft der Magier das? Ist der Phönix... Ich glaube, der Phönix ist nicht stark genug. Ich glaube, der Phönix schafft das nicht. Druide schafft das. Beim Druiden schafft, glaube ich... Schafft die Mitte das beim Druiden? Der Boomerang-Affe kann es auch. Boomerang-Affe. Fallschussschütze. Druide vielleicht. Superaffe. Das sind die vier Affen, wo du mit jeder Skillung Runde 100 schaffen kannst. Oh Gott, ich muss mal hier ein bisschen skillen. Okay, gut. Wir skillen die mal ein bisschen weiter. Und das heißt... So. So. Schon mal 2-2 überall. Ich will da ehrlich gesagt gar nicht abtauchen. Das macht noch gar nicht so viel Sinn. Deswegen warten wir da noch. Und machen aber schon mal das Dorf. Gut. Die sollten jetzt alles erstmal hinkriegen. Stufe 3 können wir auch schon gleich gehen auf jeden Fall. Ich gehe aber erstmal noch ein bisschen mehr auf Geld, dass wir da ein bisschen mehr verbessern. Und ich glaube, das geht klar. Ich habe es mir nochmal getestet, ohne den Gottboost. Und da haben die es während zu den Waffen an war gerade so geschafft. Also das heißt, wenn der Gottboost da ist, schaffen die es vielleicht nicht gerade so. Also ich habe Runde 98 mir angeguckt. Ich weiß nicht, wie alle anderen Runden aussehen, aber zumindest Runde 98 schaffen die gerade so mit 10-fach übertakten, wenn es zu den Waffen an ist. Das habe ich gecheckt. Ich muss hier noch mehr machen. Was mache ich? Mehr Plantagen. So, Rakete, zack. Das heißt, hier abtauchen. Das machen wir aber. Wobei, ich kann Plutoniumreaktor anmachen, dann ist es vielleicht noch nützlich. Sollen wir direkt schon Stufe 4 gehen da? Nee, ich will die schon im Gleichschritt verbessern. Das sind Brüder. Brüder machen alles zusammen. Und die sollen sich im Gleichschritt verbessern. So, Runde 40 müsste kaputt gehen. Jupp. Sogar relativ schnell. Soll ich mal Stufe 4 einfach machen? Ich mach mal Stufe 4. Und Stufe 4. Komm, du tauchst jetzt ab. Boom. Okay, also. Der Plan ist so gesehen, warum ich die jetzt auch gewählt habe, weil ich das eigentlich ganz lustig finde als Kombination. Der linke killt all das Kleinvieh und der rechte killt all das Große. In der Theorie, wenn es gut klappt. So ist zumindest mein Plan. Und deswegen finde ich, ist das eigentlich eine ganz gute Kombination. Und von der Reichweite, wenn er den Trank hat, kann er die obere Reihe gut angreifen. Der auch. Und das geht, glaube ich, schon. Wir machen jetzt halt erstmal die ganzen Plantagen besser.
Logisch. Okay, Stufe 5. Grease machen all diese Plantagen mehr Geld. Du nicht. Aber ansonsten machen alle mehr Geld. Soll ich Stufe 5 schon mal raushauen? Oder erst... Ich mache erst, glaube ich, einen besseren Trank. So. Permagebräu für dich. Permagebräu für dich. Okay. Erstschlag. Let's go. Okay, ja gut. Dann machen wir jetzt Stufe 5. Wie sieht es eigentlich aus vom Schaden? Der Bluntonium-Reaktor ist so die Hälfte von der Erstschlagfähigkeit. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Okay, der linke macht jetzt mehr Schaden. Bessere Durchschlagskraft. Und der rechte... Ja gut, seht ihr, was er macht. Er spammt die Raketen jetzt hardcore raus. Mehr Schaden. Und Erstschlagfähigkeit haben wir auch noch am Start. Und der eine ist schon 2, der ist jetzt 1. Und generell das Midgame, ich sehe eigentlich keine Probleme. Okay, aktuell haben wir noch 0 Probleme. Achtfach übertaktet, zumindest der eine. Und was ankommt, wird halt einfach gekillt. Wenn man was Größeres ankommt, mache ich die Erstschlagfähigkeit. Die Fähigkeit lädt sich ja auch schneller auf durch den Energizer. Und das macht alles nochmal ein bisschen leichter. Beide jetzt achtfach. Okay. Ja, wir haben auch übrigens 700.000 aufgespart. Also wir haben es ein bisschen übertrieben mit dem Geld. Weil das reicht ja locker für den Gottboost. Das wird für zweimal einen Gottboost reichen. Also, da sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt. Vom Schaden, Fun Fact, der rechte 200.000, der linke 100.000 ungefähr. Also die Quote ist ungefähr gleich geblieben, dass der linke so die Hälfte macht vom rechten. Ist auf jeden Fall stabil. So, beide neunfach. Let's go. Okay, cool. Dann können wir jetzt schon mal das ganze Plantagenmäßige verkaufen. Runde 80. Wurde gewone-shotted, falls ihr es gesehen habt. Habt ihr nicht gesehen. Wurde überdeckt. Wurde aber gewone-shotted. Und der linke ist jetzt auch zehnfach betaktet. 10, 10. Okay, jetzt machen wir den Superaffen hin. So. 1, 2, 3. Und jetzt nach der Runde kommt dann der Gottboost. Den wir hoffentlich nicht verkacken. Die kann man ganz gerne mal verkacken. Machen wir aber hoffentlich nicht. So, du musst weg. Ciao. Wir wollen nur den untersten Typ opfern. Das heißt, der Pionier in diesem Fall. Machen wir einmal so. Müssen nochmal für 50.000 mindestens opfern. Übertreibe ich ein bisschen, passt aber. Die U-Boote werden nicht geopfert, ne? Das wäre nämlich kacke. Ja, let's go. Die U-Boote werden nicht geopfert. Okay, kriegen den Gottboost? Er ist schon da. Er ist schon da. Perfekt, die haben jetzt beide den Gottboost. Die sind beide zehnfach übertaktet. Jetzt machen wir noch hier einmal. Und da zweimal. Ja gut, der rechte kriegt den besseren und der kriegt den. Die kleinen Roboter machen jetzt da noch ein bisschen. Und wir sind am Start, Leute. Wir sind am Start. Die haben jetzt jeden Boost, den sie kriegen können. Ich kann quasi doppelt zum Waffen raushauen. Das sollte reichen. Guck mal jetzt. Erstschlagfähigkeit one-shottet den ein. Oder soll ich warten? Nee, okay. Passt. Sobald die in die Reichweite kommen, lasert der den weg. Oh ja, und der Schaden hat sich jetzt schon ein bisschen unterschieden. Der linke 100.000 Schaden immer noch. Und der rechte 440.000 Schaden. Mehrere Zongs auf einmal, wir warten kurz. Zack. Ich mach mal kurz Heimatverteidigung, just for fun. Fetzt weg. Alright. Okay, die spannenden Runden kommen. Runde 90. Wobei Runde 90 ist nicht spannend. Runde 90 ist eher so eine Runde, die sagt, ey, jetzt kommen DDT-Runden. Aber die DDTs in Runde 90, die sind halt meist innerhalb von einer halben Sekunde kaputt. Und das ist nie so richtig spannend. Ey, sag mal Runde 95. 97, 98, 99, 100. Das sind so die spannenden Runden. Ab 95 aufwärts. Bis dahin kommst du eigentlich auch schon weiter, wenn du Mist gebaut hast. Runde 95 schaffst du nur, wenn du nicht komplett verkackt hast. So, das ist eine Grundvoraussetzung. Runde 93, ja. Die DDT ist auch einfach weggefetzt. Es kann übrigens sogar sein, dass die Mitte alleine Runde 100 schafft. Ich wollte halt einfach nur die Brüder machen. Und ich war der Annahme, dass die zwei Brüder das sind, die das nicht schaffen alleine. Energizer übrigens zu 100%. Das habe ich jetzt schon mehrmals getestet. Der Energizer schafft es nicht alleine. Okay, ja, Runde 96 immer noch easy, auch wenn da jetzt ein paar Zombs kommen. Die können wir wegfetzen. Zack. Und zack. Yep. Gepanzerte Zombs. Das kann jetzt nochmal anders aussehen. Oh, okay, wird von Erstschlag gewone-shotted. Okay, sieht nicht anders aus. Immer noch easy. Immer noch komplett easy. Let's go. So, jetzt kommt Runde 98. Ohne Gottboost haben die das gerade so hingekriegt mit den Waffen. Gerade so. So, 10 Waffen hau ich mal raus. Erstschlagfähigkeit setze ich ein, wenn alle auf einen Haufen sind quasi. Was einfach nicht der Fall ist. Nee, wir sind overpowered. Wir sind overpowered, Leute. Wir sind geisteskrank overpowered. Uns kann nichts aufhalten. Wir fetzen da alles weg. Runde 100. Erstschlagfähigkeit. Wie viel Schaden macht das gegen den? Bumm. Der ist schon halb tot. Der ist schon nach der Erstschlagfähigkeit halb tot. GG. Die U-Boot-Brüder
haben es geschafft und haben Runde 100 zerbombt. Kann man nicht anders sagen. Die haben Runde 100 komplett zerstört. Und ja, der Schaden 1,6 Millionen. 200.000. Ja, passiert. Aber ich bin froh, die U-Boot-Brüder auch mal zum Erfolg geführt zu haben. Wenn ihr einen Vorschlag habt, welches Brüderpaar ich als nächstes zum Erfolg führen soll, schreibt es mal in die Kommentare. Aber welches Heldenpaar passt gut zusammen, um zusammen Runde 100 zu machen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns dann einfach bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Und ciao.